Mein Name ist Barbara Lucy Carvalho. Ich bin Schauspielerin, Tänzerin und Theaterpädagogin. Und seit März 2021 bin ich EPALI-Botschafterin. Mir ist klar geworden, dass ich gesellschaftspolitisches Thema mittels Theater oder Tanz in Szene setzen möchte. Für mich ist Kunst eine provokative Sprache, die viel mehr Ausdrücken haben kann als ein Vortrag. Zum Beispiel durch Theater kann ich Gesellschaften Themen, die mich interessieren, eine Bühne geben und die kreative Auseinandersetzung von meinem Publikum zu führen. Wichtige Themen sind für mich Geschlechtsgerechtigkeit in der darstellenden Kunst und eine Entkolonialisierung oder Dekolonialisierung der Tanz- und Theaterausbildung. Dies sind auch die Themen der zwei Erasmus-Plus-Projekte, die ich zurzeit als Projektleiterin umsetze. Bei der Durchführung von europäischen Projekten ich bin auf die Möglichkeit gestoßen, Kunst, Kultur und Erwachsenenbildung miteinander zu verbinden. Zum Beispiel, wenn wir über Inklusion reden. Ich selbst bin eine Künstlerin mit Migrationserfahrung. Ich habe durch Theater und Tanz viel gelernt, um meine Identität außerhalb meines Geburtslandes Brasilien zu finden und gleichzeitig mein Leben an eine andere soziokulturelle Realität in Deutschland auszurichten. Dieser Prozess ist meistens einseitig, was oft bedeutet, dass ich nur lernen muss, mich selbst zu integrieren. Die Kunst eröffnet ein weiteres Feld des Sozialteilhabens. Sie bietet die Möglichkeit, nicht nur durch die Sprache zu kommunizieren, sondern auf eine breitere Ebene in respektvollen Miteinander zu treten. Es geht darum, einen Dialog zu führen mit Körper und Stimme und dabei immer in Augen zu behalten, wer ich bin, woher ich komme und wie ich mit dem Besten, was ich in mir habe, in diesem neuen sozialen Raum eine neue Lebensperspektive entwickeln kann. EPALI ist nicht nur eine europäische Plattform für Erwachsenenbildung, sondern auch ein internationales Netzwerk und eine offene Community für KünstlerInnen. Mit EPALI haben wir eine große Chance zu vermitteln, wie Kunst und Kultur in der Erwachsenenbildung dazu beitragen können, unsere Gesellschaft umzugestalten und dabei inklusive und nachhaltige Modelle zu etablieren.